Dieses Schätzchen von Dampfmaschine steht im Museum und ist über 100 Jahre alt. Warum Dampfmaschinen vielleicht ein Comeback erfahren, das klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Was eine Dampfmaschine ist, wisst ihr natürlich noch alle. Nochmal ganz kurz. Wir verbrennen Brennstoff, machen Wasser heiß, dann kriegen wir Wasserdampf. Der heiße Wasserdampf geht in die Zylinder, hier sogar 2 Zylinder, das ist eine Tandemmaschine, und bewegt die Kolben. Der Kolben wiederum bewegt das Schwungrad. Dadurch machen wir also aus Wärmeenergie Bewegungsenergie. Wärme, Kraftmaschine. Mit dem technischen Fortschritt hatten jetzt lange die Verbrennungsmotoren die Nase vorne. Aber die sind natürlich recht wählerisch, was den Brennstoff angeht. Und wir wollen ja weg von fossilen Energieträgern. Und da hat wiederum die Dampfmaschine einen gewissen Vorteil. Denn dem Dampf ist es ja egal, aus welchem Brennstoff er erzeugt wird. Da können wir zum Beispiel auch Biowasser nehmen oder erneuerbar erzeugten Wasserstoff. Bei uns am Lehrstuhl legen wir alle Prozesse auf nachhaltige Brennstoffe aus. Mit der modernsten Prozessführung können wir dabei sogar quasi emissionsfrei verbrennen. Und mit modernen Werkstoffen und extremes Fitting kommen wir sogar ohne Ölschmierung aus. Wenn ihr die alte Dampfmaschine mal in Action sehen wollt, dann kommt vorbei im Museum für Industriekultur in Nürnberg. Wenn euch aber die moderne Energietechnik interessiert, dann kommt studieren an der FAU.